Ich bin endlich erwacht. Ich sehe die Welt endlich so, wie sie wirklich ist. Die lächerlichen Videos, die in den letzten 2 Jahren auf diesem Kanal veröffentlicht wurden, werden bald gelöscht. Ich habe mich geirrt und ich habe Fehlinformationen verbreitet. Die Gefahr aus dem Osten existierte die ganze Zeit nicht. Es war der Pieks. Der Pieks wird uns alle erledigen. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Die Uhr tickt und ihr müsst ganz genau hinhören. Wenn ihr leben wollt, dann müsst ihr erstmal den Film angucken. Alles wird erklärt. Bevor wir aber diese ganze Bude abbrennen, darf ich bitte auch zu Wort kommen? Du Schwein! Du musst endlich verschwinden! Ich werde verschwinden, versprochen, aber ihr wollt immer diskutieren. Man muss ja immer alles kritisch hinterfragen, nicht wahr? Man muss doch immer wachsam sein, oder? Also, darf ich doch mal ein paar Fragen stellen? Ja, das stimmt. Na gut, aber beeile dich. Ich habe mir den Film Died Suddenly oder auf Deutsch Plötzlich Verstorben angeguckt. Er wurde am 21.11.2022 gestreamt und hat innerhalb von einer Woche 10 Millionen Aufrufe erreicht. Der Film löste viel Unruhe, heftige Debatten und viele Emotionen aus. Worum geht es überhaupt? Diese Doku möchte uns die Wahrheit über den größten anhaltenden Massenvölkermord in der Geschichte der Menschheit präsentieren. Und was ist nun die Wahrheit? Es ist nichts Neues. Die Reichen und Schönen, die Elite, wollen Millionen umbringen. Like for windows, so you can look outside and see the world ending. Now the world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. Well, common sense would tell you if you have a man standing in front of you saying he's going to reduce the world's population by 10 or 15% using vaccines, what does that mean to you? It means somebody's going to die because you put a vaccine in them. It doesn't mean you're going to save people. That's pretty much common sense in my brain. Hast du das gesehen? Das kannst du nicht leugnen. Hast du Gates gehört? Er hat das buchstäblich gesagt. Wir haben einen Ausschnitt aus einem Video von Bill Gates in einem TED-Talk aus dem Jahr 2010 gesehen. Er sprach in diesem Video darüber, wie wir die CO2-Emissionen reduzieren könnten. Dabei spielt natürlich die Anzahl der Menschen auf dem Planeten eine große Rolle. Er sagte, erstens haben wir die Bevölkerung. Die Welt hat heute 6,8 Milliarden Menschen. Wir tendieren demnächst Richtung etwa 9 Milliarden. Wenn wir jetzt wirklich großartige Arbeit bei neuen Impfstoffen, Gesundheitsversorgung und reproduktiven Gesundheitsdiensten leisten, könnten wir das vielleicht um 10 oder 15% senken. Das kann man wirklich nur falsch verstehen, wenn man es falsch verstehen will. Was er genau mit diesen Sätzen meinte, erzählte er schon sehr oft. Aber darüber wird meistens geschwiegen. Stattdessen wird der Interpretation irgendeines Bestatter preisgegeben. That's pretty much common sense in my brain. Na, wenn sein sicherlich fantastisches Gehirn das so verstand, dann muss es ja auch stimmen. In diesem Interview erzählte Bill Gates ganz genau, was er meinte. In einer Gesellschaft nach der anderen sah er das Gleiche. Wenn die Sterblichkeitsrate unter 10 Todesfälle pro 1000 Menschen sinkt, folgt die Geburtenrate und das Bevölkerungswachstum stabilisiert sich. Es widerspricht dem gesunden Menschenverstand, sagt Gates. Die meisten Eltern entscheiden sich nicht dafür, 8 Kinder zu haben, weil sie große Familien haben wollen, sondern weil sie wissen, dass viele ihrer Kinder sterben werden. Wenn eine Mutter und ein Vater wissen, dass ihr Kind bis ins Erwachsenenalter leben wird, beginnen sie natürlich, ihre Bevölkerungsgröße zu reduzieren, sagt Melinda. Im Film wird behauptet, dass die Impfungen ganz bewusst für die Auslöschung von Millionen Menschen entwickelt und von der Elite als biologische Waffe eingesetzt wurden. Im ersten Teil des Films wird viel über krank gewordene junge Soldaten erzählt, die ja alle zwangsmäßig geimpft wurden. In my 15 years as a doctor taking care of soldiers, I have never seen this litany of debilitating and potentially deadly medical conditions in soldiers.
Und das hat mich zum Nachdenken angeregt. Sag mal, wenn du die Weltbevölkerung reduzieren wolltest, wie würdest du das machen? Das ist eine interessante Frage, habe ich von dir gar nicht erwartet. Naja, ich würde erstmal gucken, wo die Bevölkerung am schnellsten wächst. Hochentwickelte Länder sind ja meistens nicht das Problem. Am einfachsten kann man sowieso die Armen loswerden. Afrika, Indien. Man kann aber auch dort nicht mit Waffen einmarschieren. Man könnte sehr wohl eine Krankheit loslassen. Malaria oder etwas ähnliches. Etwas, das hier bei uns gar nicht vorkommt, aber im Süden alles erledigt. Da wären wir geschützt und niemand würde an etwas Böses denken. Oder man könnte vielleicht eine ganz neue Krankheit entwickeln. Nein, das wäre eine dumme Idee. Sowas fällt doch auf. Etwas Gewöhnliches, das die Menschen kennen, eignet sich besser. Eine Krankheit kann man aber ziemlich schwer steuern. Was ist, wenn man ganz gezielt sortieren möchte? Gut, dann könnten wir doch einfach eine Impfung verwenden. Oder einfach ein beliebiges, ganz normales Medikament. Es muss ja nicht unbedingt gespritzt werden. Oder sogar Nahrungsergänzungsmittel. Das wäre was. Die werden eh immer beliebter und niemand prüft nach, was da drin steckt. Ein tolles Vitamin-D-Präparat mit einem kleinen Twist und wir haben schon Massen erreicht. Oder einfach das Wasser in bestimmten Regionen vergiften. Oder sowas. Wenn wir aber doch bei einer Impfung bleiben würden, würdest du schon etwas ganz Neues entwickeln, oder? Nein, nein, nichts Neues. Etwas Banales, was nicht auffällt. Man könnte einfach die Influenza-Impfung oder eine Hepatitis-Impfung ein bisschen verändern. Es muss etwas ganz Gewöhnliches, komplett Unauffälliges sein. Niemand darf sofort Beschwerden kriegen. Es muss langsam und sicher wirken. Und hier bei uns in Europa, Amerika, würdest du auch angreifen? Naja, weniger. Wir brauchen schon eine gute, starke Mittelschicht, die den Obersten dient. Diese Länder sollen nicht die primären Ziele sein. Das klingt ja logisch. Weißt du aber, was überhaupt nicht logisch klingt? Ein neues Virus zu entwickeln, das wahllos jeden krank machen kann, dann einen komplett neu entwickelten Impfstoff zu verwenden, den zuvor niemand kannte, und damit jeden Menschen ab 12 Jahren zu impfen. Wenn du ein Teil der amerikanischen Elite wärst, würdest du zwei besondere Gruppen deiner Leute mit Sicherheit nicht opfern. Deine Soldaten und dein medizinisches Personal. Du hast nichts verstanden. Das Virus hat damit nichts zu tun. Die Impfung ist die Hauptsache. Ach so, okay. Das Virus hat aber Millionen Menschen umgebracht. Menschen sind schon lange vor der Impfung massenhaft verstorben. Das haben wir ja am Anfang gedacht, aber wir wissen inzwischen, dass das Virus nur eine Ablenkung war. Es war nur die Vorbereitung für die Impfung. Aber sag mal, wäre das wirklich der Plan gewesen? Wäre es nicht viel einfacher gewesen, einfach die gewöhnliche Influenza-Impfung zu verwenden? Damit hätten wir nicht unauffällig die ganze Bevölkerung durchimpfen können. Wolltet ihr aber wirklich die ganze Bevölkerung durchimpfen? Pflegekräfte, Ärzte, Soldaten, Kinder? Warum sollten sie gezielt hingerichtet werden? Diese Dame sagt, dass sie denkt, dass Amerika in 5 Jahren keine Armee mehr haben wird. I have significant concerns that we won't have a standing army in 5 years. Das sollte der Wunsch der Elite sein. Ach so, na, weil halt, es ist halt einfach so. Das habe ich mir schon gedacht. Im Film wird dennoch behauptet, dass die Sterblichkeit im US-amerikanischen Bundesstaat Indiana um 40% gestiegen wäre. An anderer Stelle wird über 1,5 Millionen tote Amerikaner gesprochen. About 14,000 Americans who have reported deaths. Now, that's probably underreported by a factor of 100. So you take the 14,000 deaths that are reported in the VAERS system, multiply it by 100, you get 1.4 million. Wenn man in Betracht zieht, dass in Amerika jährlich etwa 3 Millionen Menschen sterben, könnte man doch vermuten, dass man 1,5 Millionen Tote nicht einfach verstecken könnte. Diese Zahl ist absurd. Außerdem, es ist immer schön, über Zahlen zu spekulieren, die noch nicht veröffentlicht wurden. Wir haben bisher lediglich die Statistiken von 2020, dem ersten Corona-Jahr, bekommen. Bitte beachten, dass die erste Impfung im Mai 2021 zugelassen wurde.
Dieser Anstieg um eine halbe Million Menschen ist ohne Impfungen zustande gekommen. Könnt ihr euch noch erinnern? Das war das Jahr, in dem so viele ganz schlaue Menschen erzählten, dass es keine Übersterblichkeit gäbe. Um diesen Punkt zu unterstreichen, werden minutenlang Menschen gezeigt, die bewusstlos hinfallen, möglicherweise einen epileptischen Krampfanfall haben oder unter Fahrzeuge fallen und vermutlich sterben. Dieses Segment im Video ist einfach ekelhaft und unerträglich. Die Filmemacher versuchen, tragische Fälle für ihre perfide Agenda auszubeuten. Mal ganz abgesehen davon, dass einige der gezeigten Menschen in der Wahrheit gar nicht verstorben sind, wie mehrere Portale berichtet haben, gibt es überhaupt keine Beweise dafür, dass diese vermeintlichen Todesfälle etwas mit der Impfung zu tun hätten. Es werden einfach sterbende Menschen gezeigt. Ohne Kontext, ohne ein Wort. Ohne Erklärung. Einfach für den Zweck, einen Schock auszulösen. Ich habe nicht für möglich gehalten, dass wir als Gesellschaft so tief sinken können. Jeder hat sich darüber aufgeregt, dass Jake Paul vor ein paar Jahren in Japan Selfies mit Menschen gemacht hat, die sich im Wald erhängt haben. Dieser Film wird von Millionen als Doku des Jahrhunderts gefeiert. Das mag stimmen, aber du verschweigst ganz bewusst das Wichtigste aus dem Film. Hast du die Blutkoagel gesehen? Das sind keine Kameratricks. Das sind echte Koagel und das kannst du nicht schönreden. Ja, die sind sicherlich echte Koagel, aber wo kommen die her? Diese werden von Bestattern gefunden, die Leichen einbalsamieren. Zu diesem Prozess gehört das Durchspülen der Gefäße, dadurch sehen Bestatter seltsame Dinge im Blut. Der Direktor des Filmes wird einfach nicht müde, immer wieder schockierende und eklige Bilder von vermeintlichen Blutkoageln zu zeigen. Die Bestatter behaupten, dass sie solche Blutkoagel zuvor nie gesehen hätten. Talk to other embalmers that have 30, 40, even 50 years of experience. Said, hey, you know, have you guys ever seen this stuff before? And the answer was always, I haven't seen clots like these. Es ist ziemlich seltsam. Blut wird ja fest, wenn es nicht mehr fließt. Was soll mit dem Blut in den Gefäßen eines verstorbenen Menschen passieren? Lasst uns einfach mal die Beschreibung und Ziele einer Einbalsamierung lesen. Kurz gesagt, das Verfahren besteht aus einer Vorbehandlung mit Mitteln, die Blutgerinnsel auflösen, Entfernung von Blutgerinnseln, Drainage von Blut und arterielle Einbalsamierung mit einer Einbalsamierungsmaschine, sowohl über das Carotis als auch über die großen Beinarterien des Körpers. Das klingt so, als wären Blutkoagel nichts Außergewöhnliches. Aber nicht solche. Diese sind lang und weißlich. Das ist etwas anderes. Postmortales Blut kann entweder halb verfestigt sein, Gerinnsel oder Thromben oder deren Kombination ähneln oder vollständig weißes Thrombi oder in gelegentlichen Fällen völlig flüssig und unkoagulierbar sein. Ich will euch nicht mit ekligen Bildern schockieren, jeder von euch kann frei googeln oder ihr könnt hier zum Beispiel diesen Artikel angucken, hier sind auch ein paar Bilder drin. Die Frage sollte außerdem nicht lauten, ob man Blutkoagel finden kann. Die Frage sollte sein, warum? Und genau das wird im Film nirgendwo beantwortet. Ein Handvoll Bestatter erzählen ihre nicht fundierte Meinung über Befunde, die sie nicht verstehen und nicht einordnen können. Wenn aber jemandem die Aussage eines unbekannten Menschen, ich mache das schon seit 30 Jahren und habe sowas noch nie gesehen, reicht, dann kann ich nicht mehr helfen. Die Evidenz, die Studien mit zigtausend Menschen, die Meinung führenden Experten und der gesunde Menschenverstand nach 2 Jahren Pandemie und paar Milliarden Impfungen sagen alle, die Impfungen sind sehr gut, Komplikationen sind selten, Todesfälle eine Rarität. Aber ja, sowas gibt es leider. Wie jedes Medikament können auch Impfungen schlimme Nebenwirkungen haben, man hat auch niemals das Gegenteil behauptet. Aber sowas ist extrem selten. Man darf es meiner Meinung nach inzwischen ruhig sagen, die Pandemie ist vorbei. Aber der Zirkus kommt einfach nicht zu Ende. Es gibt immer noch Menschen, die behaupten, dass es nicht genug Evidenz gäbe, man müsse Langzeitstudien machen, noch mehr Forschung, noch mehr Informationen. Aber andersrum, wenn es um Horrorvorstellungen geht, dann reicht einfach die Einzelmeinung der Thailänder oder eben eines unbekannten Bestatter. Na, wenn er das sagt, dann stimmt das zu 100%. Sag, was du willst, es gibt genug Experten, die der Meinung sind, dass da etwas schiefgelaufen ist. Hast du dir mal angehört, was Steve Kirsch sagte? Och ja,
Ich habe diesen Typen dermaßen gefressen, dass er einen ganzen Teil in diesem Video kriegte. Police on me. Okay. You should always be suspicious if the people in charge of safety don't want to see the safety data. That should be a red flag. I couldn't understand why people aren't looking at this data. Even the clinical trial for the Pfizer vaccine showed that the vaccine killed more people than the placebo group. It's supposed to be the other way around. Man sollte immer stutzig werden, wenn Verantwortliche die Daten nicht sehen möchten. Welche Daten, fragt ihr? Der Maestro behauptet unter anderem, dass die Pfizer-Zulassungsstudie gezeigt hätte, dass die Impfung tödlicher als Placebo wäre. Und ich habe wirklich keine Ahnung, wie er drauf gekommen ist. Wenn man die Studie anguckt, dann sieht man, dass nach einer Dosis Impfstoff ein Mensch starb. Nach einer Dosis Placebo ebenfalls eins. Nach der zweiten Dosis Impfstoff starb ebenfalls ein Mensch und nach der zweiten Dosis Placebo starben zwei. In der Placebo-Gruppe traten also drei, in der Impfstoffgruppe zwei Todesfälle auf. Im wunderbaren Gehirn des Herrn Kirsch läuten also die Alarmglocken. Er ist übrigens natürlich kein Impfgegner. Er wäre geimpft, seine Frau und Kinder auch. Aber dann hat er Geschichten von Bekannten gehört. 2021. My wife was vaccinated and all my kids were vaccinated. So you couldn't call me an anti-vaxxer. I've always gotten all these vaccines that the government has recommended. I've always trusted the government. And then I started hearing stories from my friends. So er ist überzeugt, etwas Großes gefunden zu haben, aber niemand möchte mit ihm reden. Niemand. Er ist übrigens steinreicher Elektroingenieur. Er hat die optische Maus erfunden und hat mehrere Millionen Dollar angeboten für jemanden, der mit ihm über seine Zahlen reden würde. I offered $1 million, not to win the debate, just to come to the table, $1 million. And when they refused the $1 million, I said, okay, name your price. Is 5 million? 10 million? 100 million? What will it take for us to have a civil discussion on the record, on recorded, where we can go through the evidence in the Veris system and other pieces of data so that we can have an open discussion about this? Das Veris-System ist ein Online-Meldesystem, das nicht verifizierbare Meldungen über vermeintliche Impfnebenwirkungen erfasst. Selbstmeldungen von Betroffenen etwa. Herr Kirsch wollte diese nicht aussagekräftigen Daten als Fakten verkaufen. Er verlangte ein ernstes Gespräch mit echten Fachleuten über irgendwelche dubiöse Meldungen, die mindestens teilweise von Hardcore-Impfgegnern kommen und nicht prüfbar sind. Der Mann möchte also mit der NASA ernsthaft darüber diskutieren, ob der Mond aus Käse bestünde. Er wundert sich, dass sein großzügiges Gesprächsangebot abgelehnt wird. Das sagt er mindestens. Das stimmt aber nicht. Er durfte sehr wohl sprechen. Er hat seine wirren Thesen und willkürlich zusammengetragenen Zahlen am 17.09.2021 im 167. FDA-Meeting präsentiert. Das Video ist immer noch auf YouTube. Hi, I'm Steve Kirsch. I'm Executive Director of the COVID-19 Early Treatment Fund. I have no conflicts. Advance to slide number 4 with the elephant. I'm going to focus my remarks today on the elephant in the room that nobody likes to talk about, that the vaccines kill more people than they save. In diesen 3 Minuten hat er bereits bewiesen, dass man mit ihm nicht reden braucht. Wie ich das schon mal sagte, Meinungsfreiheit erlaubt jeden Narren Blödsinn zu erzählen, aber wir sind zum Glück nicht verpflichtet, sowas ernst zu nehmen, gar zu kommentieren. Das reichte ihm aber natürlich nicht. Not a single person wanted to see the data at the CDC. Stu, I have the personal cell phone for Grace Lee, who is the chair of the ACIP committee, which is the outside committee of the CDC. I asked if she wanted to see the data. She ignored me. Did they explicitly tell you no, or did they just ignore you? No, they just ignore me. Nachdem Frau Dr. Grace Lee von der CDC ihn ignorierte, wurde sie von ihm zu Hause belästigt. Zu Hause.
Er ist zu ihrem Haus gegangen und hat nach ihr gesucht. Sie rief die Polizei und daraufhin filmte er einfach die Polizisten, die ihn höflich zum Verlassen des Grundstücks aufforderten. Könnt ihr euch das vorstellen, so einen Mann vor eurer Haustür zu finden? Also, das ist wirklich krank. Have you been in this house before? I have, yeah. And for the same reason? Yeah, so let her to contact her. Because she's not reachable. She's not reachable in her office. She doesn't answer her cell phone. She says her assistant doesn't answer her email. Und dann labert er die armen Polizisten voll, die dafür nichts können. But now it's very clear that she's actively avoiding the question of whether she wants to see the Israeli data that shows the vaccines are not safe. Und das ist ein Held. Das ist einer der Protagonisten des Videos. Ein Mann, der willkürliche Zahlen zusammentrug, verdrehte Fakten vor der FDA präsentierte und dann immer noch unzufrieden war und deswegen eine Frau in ihrem Eigenheim belästigte, so dass sie die Polizei rufen musste. Das ist aber nur ein Einzelbeispiel, nicht wahr? Mein schlechtes Bauchgefühl wurde noch schlechter, als ich diesen Tweet auf dem offiziellen Kanal des Films gesehen habe. Ihr habt es geschafft, Leute. Died Suddenly ist weltweit Nummer 1. Purebloods, Reinblütiger, steigen auf und wir werden die Welt verändern. Es ist Zeit für immer die Spritzen-Emoji zu töten. Was heißt das? Die Spritze oder Gespritzte? Was meinen Sie wohl genau? Purebloods? Das reine Blut sollte gegen das unreine Blut aufsteigen? Haben wir Geimpfte unreines Blut? Mir wird wirklich schlecht, wenn ich das sehe. Ich habe mich tatsächlich geirrt. Ich habe nicht für möglich gehalten, dass Impfgegner, Querdenker und Corona-Leugner jeweils so tief sinken werden. Ich habe nicht gedacht, dass die Dummheit der Menschen tatsächlich endlos ist. Dieser Film hat mich eines Besseren belehrt. Ich weiß nicht, was die Zukunft noch bringen wird, aber wir gehen definitiv in die falsche Richtung. Was kann man gegen sowas tun? Wie können wir es mit solchen Filmen aufnehmen? Sowas erreicht Millionen, hetzt Millionen auf, schürt Hass, Angst und Aggression. Substanzlose Behauptungen und Falschbehauptungen fluten die Kanäle der sozialen Medien. Dunkelheit, Dummheit und radikale Gedanken treten hervor. Gibt es noch Hoffnung? Gibt es noch Hoffnung?